Ihr habt vorbereitet eine Matte, Handtuch natürlich, Wasser und ich persönlich mag die 1-Kilo-Hanteln. Wenn ihr natürlich 2 Kilo dabei habt oder gar keine Hanteln, geht auch. Wasserflaschen, alles ist erlaubt. Hauptsache mitmachen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich mache die Musik an. Ja, legen wir los. Gell? Es ist früh. Und jetzt geht's los. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich brauche noch einen Moment. Aber gemeinsam schaffen wir das. Bauch wird fest, stolze Brust. Wir atmen tief ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Nochmal tief ein. Letztes Mal aus. Wir marschieren los. Und wir starten. Ziehen die Schulter zum Ohr. Beine ganz einfach. Ja, es ist früh. Langer Arm geht vor. Ich weiß auch nicht, heute ist so ein typischer Montag. Vielleicht geht es euch auch so, das scheint am Wetter zu liegen. Letzter rechts, links, wir kreisen. Machen die Arme lang, freuen uns auf den Tag, wenn wir dann mal wach sind. Und letzter rechts, links, wir marschieren los. Arme lang, die sind stolz, die Brust. Und die Arme, die sind lang, die sind nicht stolz. Oh doch, vielleicht sind sie auch stolz, gell? Und kleine Kreise nach vorne. Ja, wir haben Bauch und Rücken, ganz easy. Nach hinten geht's, kann jeder mitmachen. Von jung bis alt, alle sind herzlich willkommen. Wir halten an der Schwerzieher. Versuchen uns zwischen den Schultern zu greifen. Ja, ich bin wie immer allein. Ich habe ja euch. Stelle ich mir jetzt gedanklich vor. Letzter. Wir gehen nach oben, schieben, ziehen. Ja, die Übung machen wir nachher mit Hanteln. Jetzt ziehen wir aber erstmal warm machen. Letztes Mal, Seite, Seite. Jetzt schieben wir weg. Wir schieben weg, der Bauch ist fest. Ja, ich merke, der Espresso, der wirkt. Wir kreisen. Lange Arme. Nochmal 4 Stück. Letztes Mal, wir marschieren los. Arme lang, stolze Brust, wir kreisen vor. Noch 4, 3, 2, wir wechseln nach hinten. Noch 4, 3, 2, wir halten an der Schwertzieher. Wir ziehen die Schwerter, lange Arme. Und die letzte Runde, lange Arme. Wir ziehen, Arme gehen nach oben und wir ziehen von der Decke zu 90 Grad. Letztes Mal und nochmal, wir schieben weg. Und wir kreisen. Jetzt wird es mal warm, wir haben ja kein Fenster hier aufgemacht, gell? Letztes Mal rechts, links marschieren. Arme lang. Wir kreisen vor. Noch 4, 3, 2, wir kreisen hinter. Und wir halten an. Letztes Mal der Schwertzieher. Dann nehmen wir die Handeln mit. Und letztes Mal, allerletztes Mal. Wir schütteln aus und marschieren nochmal. Und
holen uns unsere vorbereiteten Hanteln, die da liegen. Wer mag, trinkt noch was. Und wir marschieren los. 90 Grad Arme, stolze Brust, Bauch ist jetzt fest. Wir starten auf Schulterhöhe, gehen die Arme nach außen. Ja, Leute, auf jeden Fall muss ich hier mal ein Fenster öffnen. So sind die zu mir. Freitag haben sie mich hier vergessen, gell? Jetzt riegeln sie hermetisch ab, dass ich keine Frischluft bekomme. Und nochmal 4, 3, 2. Wir bleiben oben, wir schieben weg. Das spüren wir gleich. Und da reichen die 1 Kilo Hanteln. Aber gerne auch mit 2 oder ohne, ja, nur über die Körperspannung. Noch 4, 3, 2. Einen haben wir noch. Sinken. Und nochmal Schulter heben. 2. Runde. Marschieren, ja? Alles bleibt in Bewegung. Wir wachen auf. Noch 4. 2 Stück noch. Und wir bleiben oben. Ich falle jetzt schon über meine eigenen Füße. Und nochmal 4, 3, 2. Einen, wieder senken und die letzte Runde. Und marschieren, immer wieder Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Die stolze Brust. Einen haben wir noch, wir bleiben oben. Ja, ich komme noch mal ins Profil. Ach, ich bin ja halt nackig hier. Das an einem Montag. Gell? Das ist eingelaufen in der Maschine. Noch 4, 3, 2. Letzter. Wir senken. Und wir ziehen nach außen. Rudern aufrecht. Ellbogen gehen nach außen. Und nochmal 8 Stück. 8, 7. Ach, ziehen schön körpernah in die Hanteln. Und die letzten 4, 3, 2. Ich bleibe im Profil. Wir stellen uns schulterbreit auf. Beugen uns vor den Entenpo. Ich ziehe mal ein bisschen runter. Ohne heißt es in Darmstadt. So, lange Arm, Ohrhöhe. Entenpo. Gewicht ist auf den Fersen. Ganz wichtig. Das natürliche Hohlkreuz. Die stolze Brust. Je nachdem, wie weit ihr kommt, kann auch hier Stopp sein. Ja? Das entscheidet ihr. Je nachdem, wie es euch gut tut. Das ist mir die Hauptsache. Fühlt euch wohl, fühlt euch fit und spürt nach und nach die Erfolge. Ist ja viel schöner, wenn ihr irgendwann merkt, oh, jetzt komme ich höher. Noch 4. Arm lang. Und die Schulterblätter, ja, die Spitze, die zieht mir in die Hosentasche rein. Und da schiebe ich nochmal mein Gesäß nach hinten raus. Letzter. Ich bleib oben. Geh zur Seite und jetzt wird es schwieriger. Wir gehen nicht mehr so arg vorgebeugt. Ellbogen ziehen nach außen. Hättet ihr jetzt schwerere Hanteln, wird es sehr schwer, dadurch, dass ihr vorgebeugt seid. Noch 4, 3, 2. Letzter. Wir senken wieder und los geht's. Wieder lange Arme. Unsere Position. Entenpo, schulterbreit, Beine leicht gebeugt. Und ihr entscheidet, hier, hier oder Ohrhöhe, den ganzen Bewegungsradius. Ja? Das entscheidet ihr. Und die 4, die 3, 2 Stück noch. Letzter rechts, links und beide Arme in die Höhe
und wir ziehen nach außen. Ja, Bauch ist fest, zieht fest ein und das Gewicht ist auf den Fersen. Fersen sind ganz fest im Boden verankert. Noch vier, auch das spüre ich schön im ganzen Rücken jetzt. Zwei Stück noch. Letzte Runde. Arm lang. Zwei Stück noch. Ja, und immer wieder die stolze Brust. Letzte rechts, links. Leicht vorgebeugt und beide Arme hoch. Komm, noch acht Stück. Und atmen. Nach außen ziehen. Noch vier. Drei. Zwei. Einen haben wir noch. Und wir lösen. Oh, ha, da schwitze ich. Ich hoffe, ihr auch. Ja, so busy schwitzen wir jetzt. So, wir haben mit Schulterheben angefangen. Jetzt probieren wir das Ganze im langen Hebel. Ja? Wir ziehen nach außen. Marschieren. Ja, lockern uns ein bisschen durch. Und nochmal. Vier. Drei. Zwei. Und es geht ins Frontheben. Bauch rein, auf Schulterhöhe Stopp, Bauch rein und nochmal vier Stück, vier, drei, zwei, einen haben wir noch, jetzt wird kombiniert. Wir gehen im langen Hebel seitlich, nach vorne, langer Hebel und nach vorne geht's. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, so langsam bin ich im Flow. Und ich hoffe, ihr auch. Letztes Mal nach vorne. Wir kommen ins Profil, also ich. Wir gehen etwas breiter. Wir schieben mal den Po nach hinten. Ja, petzen das Gesäß. Fußspitzen gehen leicht nach außen. Wir wollen den Po erwärmen. Ja, das Gesäß, wichtig für einen guten unteren Rücken. Noch vier Stück, lassen die Arme hängen, aber natürlich mit Spannung und Kraft. Wir kombinieren, rudern aufrecht. Ja, lockern so ein bisschen durch. Stolze Brust, Po geht hinter. Jetzt haben wir die Übung vom Start, ja, das Rudern aufrecht. Aber diesmal nehmen wir noch den Unterkörper ein bisschen mit. Ja? Nicht so tief. Noch zwei. Einen. Ich bleibe unten. Nehme die Arme hoch. Rotation. Rotation. Und Swing. Durch. Swing. Acht Stück. Ja, ich swinge durch. Mit geradem Rücken schiebe ich die Hantel zwischen die Beine. Komm, noch vier Stück, petz mein Gesäß. Und letzter. Und ich setze um und marschiere wieder los. Ja, okay. So, Schulter heben, langer Hebel. Der Oberkörper ist wunderbar erwärmt. Noch vier, drei, zwei, und Front heben, Bauch rein, Hanteln auf Schulterhöhe. Noch vier. Schulterspitzen ziehen die Hosentasche. Und wir kombinieren. Nach außen, nach vorne. Bauchspannung. Das gibt schöne Schultern. Schöner Bauch. Habt ihr ja alles schon, gell? Wir trainieren ja jetzt schon ewig zusammen. Noch vier, machen wir noch mal. Und nach außen, nach vorne. Letzte Runde, außen, nach vorne. Ich komme ins Profil. Wir öffnen. Ja. Und kleine. Kniebeugen breit, aber nur ganz kleine, ja? Wollen nur das Gesäß. Bisschen beanspruchen, das soll durchblutet werden, der Unterrücken und das Gesäß, ja?
Wir rudern aufrecht. Noch 4. 3. 2. Einen haben wir noch. Halten an. Arme hoch. Gehen etwas tiefer. Und wir rotieren. Rotation. Rotation. Sinken. Swing. Und der Swing. Der Swing. Bauch ist fest. Ach, tut es gut. Komm, noch 8. 8. Po petzen. Und nochmal 4. Po petzt. Letzte. Wir bleiben oben. Senken, marschieren los. Gut. Dritte, letzte Runde. Und wir gehen. Schulter heben, langer Hebel. Nochmal. 4, 3, 2. Einen haben wir noch. Front heben, Bauch fest reinziehen. Lange Arme. Und nochmal 4 Stück. 2 haben wir noch. Letzter. Ich komme ins Profil, stellen uns breiter wie die Schulter, Fußspitze, Kniescheibe, Entenpo und wir gehen. Ein Stockwerk tiefer, Arm lang und Rotation, Rotation, Swing. Und je nachdem, wie ihr hochkommt mit den Armen, auch wieder hier auf Ohrhöhe, noch 8 und Po, der petzt. Und der Bauch zieht ein. Noch 4, 3, 2. Einen haben wir noch. Und lösen. Schluck trinken, Handeln weg. Wir marschieren. Ich mache mir mal das Fensterchen auf. Ja. Und marschieren. Bin wieder da. Wir bewegen uns durch, ohne Zubehör, einfach ihr und ich, stolze Brust und wir ziehen das Bein hoch und wir curlen mit den Armen. Jetzt ziehen wir den Bauch fest ein, ja, ihr habt hier die Körperspannung. Letzte rechts, links, diagonal, Ellbogen zu den Kniescheiben. Und immer wieder den Bauch einziehen. Ja, durchbewegen. Dabei spannen wir den Bauch an. Letzte Runde. Wieder gerade. Arme eng am Oberkörper. Und hier ist die Bewegung drin. Ja, wir spüren die Körpermitte. Stolze Brust. Aber hier. Und diagonal, hepp. Ellbogen zur Kniescheibe. Und schön ziehen. Ja, wir werden warm. Das habe ich mir eigentlich gedacht, mein Oberteil anzulassen. Ja? Und nochmal 8 Stück. Und ziehen. Und nochmal 4. Jetzt rechts, links oder links, rechts und wieder unsere Karten. Gerade. Denkt ihr dran? Bauch richtig schön einziehen. Arm eng am Oberkörper. Und auch hier imaginär arbeiten wir mit Kraft. Diagonal. So, jetzt habe ich wenigstens ein Fenster auf. Und schön ziehen. Letzte Runde, wir kombinieren. Ja, gerade und diagonal. Ja, jetzt werden die Beine auch schön warm. Und nochmal. Und hochziehen. Zack, zack. Und
Jetzt die letzte Runde gerade und diagonal. Und marschieren. Gut, es wird warm. Das wollte ich damit bezwecken. Alles ist schön durchgelockert. Wir nehmen die Arme nach oben. Bauch ist fest. Und wir ziehen mal nach hinten. Ziehen, Rotation, Bauch ist fest. Und der Blick geht mit. Wir ziehen. Letzter, wir halten an. Wir nehmen das Bein mit, nach außen. Ja, jetzt arbeiten wir in die Seiten rein. Ziehen seitlich. Ziehen seitlich. Letzter. 8 Stück, eine Seite. 8, 4, 3, 2. Wir wechseln. Stellen uns fest. 4, 3, 2. Im Wechsel rechts, links oder links, rechts. Links seid ihr oder rechts. Schaut mich an, dann wisst ihr es. Und letzte Runde. Wir halten an. Halten die Arme. Gehen nach vorne. Und die Armschere kommt. Gewicht auf die Fersen. Und lange Arme, lange Arme, lange Arme. Je nachdem, ihr macht schön weiter, ich erkläre es nochmal. Daumen zur Decke. Und je nachdem, wie ihr, was eure Schulter da hinten sagt, ja, reicht mir auch hier. Wichtig ist, dass die Schulterspitzen in die Hosentasche ziehen. Hier ist die Spannung. Das natürliche Hohlkreuz wird gehalten. Die letzten 4, 3, 2 und wir lockern aus. So, nächste Runde. Nur mit uns. Ja, wir marschieren los. Und starten wieder. Bauchmuskeln. Ich warte noch einen Moment. 4, 3, 2. Arme eng. Wir ziehen hoch. Und richtig schön hochziehen. Hochziehen. Spannung. Bauch fest einziehen. Bauch feste einziehen. Letzte rechts, links. Diagonal. Und hep, hep. Und richtig schön hochziehen. Und hochziehen. Und die letzte Runde. Ein Arm, beide Arme hoch. Und wir ziehen. Nehmen den Blick mit. Und guckt euch. Sehr verwegen am Montag früh. Ich weiß auch nicht, ich habe zu viel nicht ausgeruht. Das ist immer das Problem. Ja? Entweder zu viel gemacht oder so 2 Tage nur ausgeruht. Da muss man erst mal wieder reinkommen. Letzter. Und wir schütteln aus. Okay, jetzt geht's. Ein Arm. Wieder in die Seite arbeiten. Wir kommen zum Stillstand. Bauch fest. 8, 4, 3, 2. Wir wechseln. Ein Arm lang. Los geht's. 8, 4, 3, 2. Beide Arme lang im Wechsel. Und nochmal 4 Stück. Letzter rechts, links. Und wir lösen locker. Stellen uns auf. Schulter breit. Kommen nach vorne. Arme lang. Wie besprochen. Ja, ihr entscheidet. Der Entenpo, der Bauch ist fest. Die Arme sind lang. Und die Daumen schauen zur Decke. Und die Schulterspitzen ziehen die Hosentasche. Ja? Und kleine Bewegungen. Ja? Wir paddeln mit langen Armen die Schere
die Armschere und die letzten 4, 3, 2, einen haben wir noch, richten uns auf, schütteln aus und jetzt nehmen wir Handtuch, Hanteln, breiten uns vor, Hanteln brauchen wir dann, legen wir uns hin. Ich trinke noch einen Schluck. Ich komme um die Matte rum. Ihr geht mit. Gut. Übers Gesäß. Wir rollen uns ein. Ja, Fersen fest verankert. Stolze Brust. Der untere Rücken wird jetzt rund, wenn wir tief gehen. Arme wieder auf Ohrhöhe, wenn möglich. Unteren Rücken in die Matte rein. Und wir sagen Good Morning. Und rollen uns ein. Ich zeige gleich die Alternative. Ihr rollt euch ab. Oder ihr sagt, Steffi, schaffe ich nicht. Ja, halber Weg und den Rücken. Und nochmal. Und ich komme aber jetzt wieder. Noch 4 Stück im Ganzen gerollt. Wichtig ist hier Spannung. Und über den Kopf ziehen, stolze Brust, Schultern tief ziehen. Ach, das tut gut. Und nochmal. Wir bleiben hinten. Arme Schulterhöhe. Jetzt schaue ich mal, dass ich die Hanteln noch mal ein bisschen wegtue. Die Beine 90 Grad, die Arme lang, etwas unter Schulterhöhe. Und wir senken. Der Blick geht weg von den Beinen und wir heben hoch. Beine 90 Grad und nochmal. Gleich zeige ich euch im Schwereren. Ja. Und wir senken. Ach, und wir halten. Ziehen hoch. Bauch und Rücken fest. Und nochmal. Eine Runde. Wir halten an. Wenn nicht, jetzt weitermachen im Leichten. Jetzt kommt der Kopf hoch, wir senken, atmen aus, ziehen nach oben, senken. Ja, der Scheibenwischer und wie besprochen, ganz einfach mit 90 Grad. Ihr senkt so weit ihr könnt, haltet immer die Spannung, ausatmen, einatmen und nochmal 4 Stück senken. Und wir heben hoch. Und nochmal die 3. Wir senken. Also was ich mir gedacht habe heute mit dem Oberteil. Da. Aber Leute, ich gebe es zu. Ich war knapp. Das Wetter hat einfach so eingeladen, gell, im Bettchen zu liegen gestern. Und nochmal. Und letztes Mal. Und wir halten an, 90 Grad. Kopf bleibt jetzt oben. Die anderen, die die einfache Version gewählt haben, bleiben 90 Grad. Jetzt sind wir die Fingerspitzen hinter die Ohren. Können wir unseren Kopf schön ablegen. Das Genick ist entlastet. Und wir ziehen mal Nasenspitze zu den Kniescheiben, strecken. Ja, der Crunch Reverse. Und wir öffnen. Und auch hier bestimmt ihr. Ich kann hier strecken. Ich kann aber auch sagen, wow, heute bin ich fett wie ein Turnschuh. Ja, hol mein Becken etwas nach oben. Zieh zusammen. Lass aber gleichzeitig mein Genick in Ruhe. Und lass wirklich die gerade Bauchmuskulatur arbeiten. Noch 4. Noch 3. Streck die Beine. 2, ein Unterrücken, das Becken hat Gesäß zur Matte. Letzter, ich ziehe ran, leg den Kopf ab, öffne die Beine, lass die Arme nochmal, komm in die Beinschere, das heißt, ich ziehe die Fußspitzen an und mit Spannung presse ich die Beine zusammen. Ja, kurze Pause für mein Genick, das tut gut und jetzt mit Power gehe ich in die Beinschere, ganz soft. So kann jeder mitmachen. Jetzt verändern wir. Kopf kommt hoch und ich senke etwas ab.
halte aber weiterhin die Spannung. Ne? Arme fest. Noch 4, 3. 2 habe ich noch. Letzter. Ich halte offen. Bleib oben. Arme nehme ich mit. Und tipp mal an die Fußspitzen. Fang gemächlich an. Zieh den Schultergürtel immer mit hoch, rechts, links. Das ist wichtig. Unterrücken an der Matte. Und letzte Runde. Und mit etwas Power. Ja, hochziehen. Zum Ende in Diagonalen. Uiuiui. Und schön hoch. Ja? Ihr entscheidet. Wichtig ist aber, dass Schulterblätter weg von der Matte kommen, ja? Blick zur Decke, noch 8, 7. Oh, noch mal 4, 2. Letzter. Kopf kurz ablegen. Arme lang, wir senken. Und ihr entscheidet, wie weit ihr runtergehen könnt. Wieder eine Alternative. Easy. Anwinkeln und hochziehen. Wichtig ist hier, hier habe ich wieder meinen Kontakt, ja? Natürlich kann ich auch mal als Vorschlag, kennt ihr ja, in den Kursen auch, kann ich mir hier eine Welle schlagen. Ist auch wunderbar, ist super. Aber ihr seid ja auch schon sehr versiert, ja? Wir senken, atmen ein, senken, Bein heben, senken. Und wir ziehen hoch, atmen aus und ihr entscheidet, ja? Ich kann auch mal sagen, meine Fingerspitzen wieder hinter meinen Kopf, leg meinen Kopf ab, kann mir auch ein Handtuch hier mitnehmen an den Kopf. Komm, noch 4 Stück und hochziehen. Was haben wir da für Musik wieder? So aus dem Orient, 1001 Nacht, ja? Ihr seid die, wie heißt sie, Scheherazade? Die Trommeln, ja? Und komm, einen haben wir noch. Hochziehen, öffnen, Beinschere, nochmal 8 Stück. Spannung rein. Ja, und ihr entscheidet, mit der Welle im Rücken, auch wunderbar. Und nochmal 4, 3, Spannung, 2, 1, kreuzen, anhalten, öffnen. Diagonal, hochziehen, Schulter kommt weg und bisschen Tempo und hopp, hopp, Schulter weg, 4, 3, 2, letzte, rechts, links, Arme lang, entweder lange Beine, anwinkeln, ihr entscheidet und ich heb meinen Kopf jetzt an, senke, atme ein, und aus. Und nochmal. Wenn nicht, wie wir gesagt haben, Kopf in die Fingerspitzen. Und 1001 Nacht ist im Hintergrund. Ja, stellt euch vor, ihr macht jetzt einen Bauchtanz. Ah, oh, die Edith macht gerade einen Bauchtanz. Und einen haben wir noch. Ich sehe sie. Edith war hier, hat gedanced. Und nochmal. Absenken. Und wir halten 90 Grad. So. Fingerspitzen, ihr seid noch fit. Jetzt machen wir diagonal die Bicycle Crunch, die Criss Cross. Ja, wir kreuzen, schieben weg. Und nochmal. 8. Jetzt sind wir wieder in den Diagonalen. Und nochmal. 4, 3, 2 haben wir noch. Und die letzte Runde. Jetzt senken wir, weil die Welle raus. Und wir kommen seitlich. Also was ich mir heute gedacht habe mit dem Oberteil, jetzt lasse ich es an, jetzt ziehe ich es durch. Ja? Ich ziehe das jetzt durch. So, Ellbogen und das Schultergelenk. Wir gehen die einfache Variante durch. Das heißt, beim Seitstütz ist es wichtig, der Bauch ist fest, die Hüfte zeigt nach vorne. Ja? Ich
sehe immer wieder hier, dass ausgewichen wird. Eine Linie, Arm kann hoch, Soft Version, unteres Bein angewinkelt. Und wir ziehen hoch und tief. Noch vier Stück. Zwei haben wir noch. Ich gehe in den Stütz. Ihr entscheidet. Ja, entweder hier halte ich mich. Da kann jeder mitmachen. Wichtig ist eine Linie. Nicht hier so abknicken, sondern wirklich halten. Nicht in die Hängematte kommen. Ellbogen, Unterschultergelenk. Ich komme mal in den Stütz. Ja, oder auch der Stab. Wir sind richtig fest. Setzen unser Körper in Spannung. Und nochmal acht. Und die vier. Und die drei. Und die zwei. Und ich sehe euch wieder im Seitstütz. Arm lang und acht. Sieben. Ja, ihr denkt an die leichte Version. Haben wir noch und wir halten den Stütz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und letzte Runde. Seitstütz haben wir 3 Stück. 8. Ah, ich glaube, so geschwitzt habe ich selten. Aber gut, es ist jetzt live. Muss jetzt durch, gell? Einen haben wir noch. Gehen wieder in den Stütz. Über die Knie. Ziehen uns nach hinten raus. Ach komm, das tut doch mal gut. Lange Arme. Und die Handballen in die Matte drücken. Ganz lang machen. Wir hatten eigentlich die Handeln vorbereitet, gell? Jetzt haben wir nur Eigengewicht. Das ist auch wunderbar. Komm nach oben. Und machen den Seitenwechsel. Ja, ich wechsle die Seite. Ich lege mich ab. Ellbogen unter Schultergelenk. Die erste Runde. Ich habe ein Haar hängen. Also heute ist so ein schöner, typischer Montagmorgen. Ellbogen, Schultergelenk. Eine Linie, Bauch fest einziehen. Unteres Bein angewinkelt. Hüfte zeigt zu mir, das ist wichtig. Oberkörper ganz gerade. Und noch vier, noch drei, zwei Stück noch. Einen haben wir noch. Und in den Bankstütz rein. Ellbogen und das Schultergelenk. Ihr entscheidet. Ja, entweder auf die Knie. Ach, Stütz ist toll. Noch vier. Noch drei. Auch da kann man wunderbar sehen. Einen haben wir noch. Und ich komme wieder seitlich. Auch da kann man wunderbar seine Erfolge sehen. Ja, der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 8 Stunden. Das machen wir nicht. Ja. Noch 4, 3, 2. Einen haben wir noch. Oh, wieder Stütz. Halten, Bauchnabel fest einziehen, keine Hängematte, Körperspannung, wir sind ganz feste, ja, Bauch, Rücken, Power, Arme halten uns, noch 4, 3, 2 und wir gehen wieder, öffnen, Ellbogen und das Schultergelenk, Hüfte zeigt zu mir und nochmal, 4, 3, 2, einen haben wir noch. Komm wieder nach unten, diesmal in Bauchlage. Setzen die Fußspitzen auf, die Stirn auf den Handrücken. Atmen durch. Gönnen uns ein paar Sekunden für uns. So, Fußspitzen setzen auf. Schambein drückt in die Mitte rein. Die Arme 90 Grad, Spannung im Po und die Schulterblätter ziehen zusammen.
Ihr habt die U-Form der Arme. Noch 4, 3, 2, einen haben wir noch. 10 zusammen. Lange Arme, Fingerspitzen schauen jetzt zu euren Kniekehlen. Da ziehen wir uns jetzt hin. Ja, ihr kennt die Tiere. Wir sind frisch gestrandet und robben uns an den Strand. Schambein drückt in die Matte rein. Ihr schaut zur Matte und noch 4 und noch 3. 2 haben wir noch. Letzter rechts, links. Und wir halten an und nehmen wieder die Arme und die Stirn auf den Handrücken, das Gesäß. Lassen wir die Spannung raus. Atmen noch mal durch. Guck, jetzt kommen die Gitarrenklänge für uns. So, Fußspitzen stellen wir auf. Schambein drücken wir noch mal in die Matte rein. 90 Grad und wir ziehen noch mal 8 Stück. Gleich haben wir es geschafft. Ja, die Schulterblätter küssen sich. Ach, 10 zusammen. 4, 3, 2, 1. Die Arme lang. Daumen zeigen zu Boden. Und die Fingerspitzen gehen Richtung Kniekehlen. Der Oberkörper hebt ab. Und wir arbeiten in die Seite rein. Oh, Telefon. Telefon. Die sagen jetzt, Steffi, hör auf. Du wirst abgeholt heute. Gell? Wirst nicht hier drin gelassen. Noch 4. 3 haben wir noch. 2. Letzte Runde. Und wir lösen. Ihr legt eure Stirn ab. Ihr löst das Gesäß. Die Füße könnt ihr mal fallen lassen. Atmet noch mal durch. Ich mache uns jetzt noch mal was Schönes an. 2 Minütchen haben wir noch. Ich nehme meine Handballen, drück mich nach oben, komm nach hinten, setz mich auf die Füße. Ihr könnt liegen bleiben, beziehungsweise ihr könnt euch auch gerne auf den Rücken rollen. Ich mache uns was an. Ja. Dann Last Time ist unser Song, aber es ist nicht unsere Last Time. Die Woche fängt erst an, ja? Da freue ich mich auch drauf. So, ich lege mich jetzt auch rückengerecht auf meine Matte, roll mich ab und alle 4 von mir strecken, freue mich, dass es Montag ist, auf die sportliche Woche mit euch. Mittwoch sehe ich euch wieder online, ganz viel im echten Leben. Und dann nehmen wir mal die Beine, 90 Grad, die Hände auf die Kniescheiben und wir öffnen und schließen die Beine. Ja, Mittwoch wird es wieder ein bisschen anstrengender, anders. Sehen wir uns zum Workout-Mix mit unserem Bodyband. Dann haben wir den Bauchkiller. Aber jeder kann mitmachen und wir wechseln nochmal die Richtung. Das ist das Schöne. Und die 2 Runden noch drehen. Und wir halten an, strecken die Beine. Und jetzt gehen wir mal an die Fesseln. Wir schauen mal, wie weit wir nach hinten kommen. Dehnen den unteren Rücken, kommen in den Flug. Aber auch hier. Ja, und wenn ihr es mir nur so haltet, auch so geht's. Auch so geht's. Es geht alles. Und wir rollen wieder nach vorne, setzen die Beine auf. Ein Bein bleibt. Ihr greift in die Kniekehle. Ihr kommt mit Schwung nach oben. Gerader Rücken, stolze Brust und auch hier mache ich mich noch mal ganz lang, ziehe mich zur Decke hoch. Letzter rechts, links, schüttel alles von mir ab,
kommen über die Seite nach oben. Siehst du, da haben wir die Hanteln liegen. Die bleiben bis Mittwoch liegen. Ich habe immer noch ein Haar im Gesicht. Das ist egal. Gell? Und wir kreisen unsere Hüften nochmal. Und wir wechseln die Richtung. Und zwei Kreise haben wir noch. Und wir stoppen, atmen nochmal gemeinsam tief durch die Nase ein, aus durch den Mund, ein, letztes Mal aus. Wir schließen die Beine und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns Mittwoch in voller Pracht und ja, freue mich auf die Woche mit euch. Ciao, macht's gut, ich mach Stopp. Und